Sascha. Da gehen wir jetzt hin. Im letzten Part haben wir den Jäger eliminiert. Was willst du? Auf euren Reisen, was war das Unglaublichste, das ihr jemals saht? Ich weiß nicht, da gibt es so vieles. Nennt mir eins. Was wollt ihr denn hören? Etwas, das euch den Atem verschlug. Gletschereis. Glänzend wie Diamanten. Ich sah Wände so hoch wie Türme. Dunkelblau und blendend weiß. Es brennt, wenn ihr es berührt. Es ist kalt, aber in eurer Hand brennt es wie Feuer. Einen kleinen Moment. Dann ist es fort. Jetzt ihr. Erzählt mir etwas von euch. Was denn? Oh, ich weiß nicht. Wie wär's mit eurer ersten großen Liebe? Ich war nie verliebt. Niemals? Niemals. Okay. Wenn ihr noch nie verliebt wart... Ich habe darüber gelesen. Manche Dinge erlebt man besser persönlich. Jetzt ihr. Erzählt von eurer Familie. Sie wurde getötet. Meine Familie. Sie ist tot. Mein Beileid. Das ist schon lange her. Was passierte? Ein Krieg. Irgendwer gegen irgendwen. Wart ihr jung, als eure Eltern starben? Alt genug, um davonzulaufen. Mein Onkel nahm mich auf. Meine Eltern blieben zurück, um die Stadt zu verteidigen. Sie wollten mich nach dem Krieg abholen. Aber sie kamen nicht. Das war sicher hart. Menschen leben, Menschen sterben. Sie starben für die Sache anderer Leute. Eure Eltern starben mit Ehre, um andere zu schützen. Sie starben. Das Wie und Warum spielt keine Rolle. Jeder geht seinen Weg. Ich lasse nicht zu, dass Ahriman mich tötet oder euch. Jeder hat seine Rolle im Leben. Sagt das Ormast. Wo ist er? Wir können uns nicht freisprechen. Ach, geht mir weg mit diesen erlernten Floskeln. Habt ihr irgendetwas selber gelernt? Die Menschen sind nicht immer so, wie es scheint. Da habt ihr recht. Man kann keinem vertrauen. Doch, wenn man ihn gut kennt. Gilt das auch für euren Vater? Mein Vater spielte seinen Part. Nun wir den unseren. Diese Dinge sind größer als wir. Es muss doch auch in eurem Leben Dinge geben, die ihr nicht ändern könnt. Nun, der Himmel, das Meer. Aber man kann immer ändern, was einen persönlich angeht. Könnt ihr ändern, dass ihr hier seid? Das tun wir gerade. Ein Gott will entkommen und wir ändern das. Man kann alles ändern. Wenn das Leben gerecht ist, warum wird meins dann immer gefressen, zerkaut, ausgespuckt und von Kamelen zertrampelt? Ihr beraubt die Toten. Manchmal? Das ist die Antwort. Glaubt ihr, schlechte Dinge passieren nur schlechten Menschen? Elika, ihr seid der beste Mensch, den ich kenne. Und seht, wohin es euch gebracht hat. So. Da ist noch was. Da oben. 5. Da fehlen noch ein paar. Gucken wir mal, ob wir die... Ob wir die finden und ob wir uns da festhalten können. Danke sehr. Meine Güte. So. Da war auch noch was. Da müssen wir wahrscheinlich auch... Oh Mann, wieso bin ich da hingegangen? Das ist wieder so typisch Fail von mir. Ja, holen wir uns erstmal die hier. Das Büschel da noch. Damit wir das auch haben. Wenn wir hier jetzt 3 finden, dann wird's aufgehen. Ja, da ist er noch einer. Stirb, so. Seht ihr, wie viele schon erledigt sind? Gehen wir weiter. Das ist noch einer. Gut. Dann gehen wir dahin und gucken mal, wie wir da hochkommen. Ich habe da schon so eine kleine Idee, wie wir da hochkommen. Und zwar müssen wir jetzt erstmal die Platte suchen, wo sie sich versteckt. Es muss doch hier eine Platte geben. Ich gebe mich damit nicht zufrieden, dass da keine Platte ist. Da muss es eine geben.
Irgendwo. War da nicht. Da kommen wir ja nicht hoch. Ich denke nämlich, dass wir mit der Platte dann da hochkommen. Ich sehe aber auch keinen. Ja, gehen wir da mal weiter. Ups. Achtet auf den Strom. Irgendwo muss die sein. Irgendwo. Platte, 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 wo bist du? Drüben nicht. Oh, so schwer bin ich nicht. Oder kann man das ohne Platte schaffen? Schnell, wir müssen darüber. Klar, aufs Dach klettern. Schwerkraft hat noch niemanden getötet. Da ist nichts. Meine Güte. So, auf jeden Fall von da kommen wir dahin. Von hier aber, wie komme ich da dann weiter hoch? Eine Platte sehe ich nicht. Naja, gehen wir erstmal darüber. Da muss es ja irgendwie... Euch lebend. Ich mich auch. Das wird ihr glauben. Oh. Oder? Nicht den Halt verlieren. Schon passiert. Hab zugeschaut, wie er fiel. Hier lang. Es ist hier irgendwie. Komme ich da verdammt nochmal hoch? Ich übersehe bestimmt was. Naja, dann halt nicht. Dann gehen wir dahin. Zum Turm der Märtyrer. Und dann ins neue Gebiet. Ach, da brauchen wir ja auch das Blaue. Das ist dann gut. Ja, da ist das Blaue. Da brauche ich aber... brauche ich Grün. Das habe ich nicht. Nun ja, dann halt nicht. Dann laufen wir einfach mal weiter. Es wird da in das Gebiet da hoch oben. Ah ja, da... Bups, das wäre fast ins Auge gegangen. Muss ich da jetzt überhaupt lang? Ja, muss ich. Jetzt geht's da lang. Ah, die Mucke ist schön. Ja, wir sind richtig. Marra,
So. Gut. Oh, das sind auch diese Dinger. Ich hasse sie jetzt schon. Eieieiei. So. Und das sind wir. Jemand zu Hause? Glaubt ihr, es ist klug, sie auf uns aufmerksam zu machen? Diese Typen waren vielleicht dumm genug, ihre Seelen zu verkaufen, aber selbst die haben begriffen, was wir planen. Da ist die Kraftplatte. Doch. Seid ihr überhaupt nicht neugierig, was diese Maschinen tun? Sie sind Arimans Werk. Ich wünschte, wir hätten sie zerstört, als wir es konnten. Wenn ich sterbe, möchte ich in einem ganz anderen Ort wiedergeboren werden. Okay. Ich wollte schon immer fliegen! Gut. Ich nicht gemacht. Fast, als hätte er gewusst, dass wir kommen. Als ob unsere Bestimmung verbunden wäre. Au. Ich bin hinter euch. Aua. Ich kann sie nicht vertreiben, nur aufhalten. Oh, super. Nach all dem ende ich nun doch in Arimans verdammtem Verein. Nur Ariman selbst kann Verdammte erschaffen. Dann sterbe ich also bloß. Das fruchtbare Gebiet. Die Heilung wird das Dunkel vertreiben, wenn ich es nur lange genug aufhalten kann. Beeilen wir uns. So sehe ich cool aus, finde ich. Warten wir nur, bis ich sterbe, oder unternehmen wir etwas? Da geht's weiter. Los, gehen wir. Alter. Wir bitte weiter? Ja, dann halt nicht, dann labern wir nicht mit dir. Ach, Kuku. Ich habe geübt. Das ist schön, dass du geübt hast für uns. Okay, wir sind verdunkelt. Weiter, abspringen, weiter, danke sehr. Jetzt würde ich sagen, boah, bin ich nicht ein Hund. Genau richtig. Jetzt sollten wir halt hier nicht sterben. Da warte ich noch, wenn der jetzt... Das war klar, dass das auch wieder so passt. Könnten wir nicht hier bleiben? Tolle Aussicht. Ja, ihr seid bereit. Ah, schon gut. Ich simuliere mal. Hab gehört, dass Mitleid die Frauen weich macht. So. Zack. Zack. Und wegspringen. So. Das finde ich geil. So einfach richtig schön rumklettern. So. Das ist genial.
Lauf! So, weiter geht's. Zeit sagt 15 Minuten. Ups, das sah. Da geht's weiter. Ah, ich mag diese Kletterpartien. Ist klar. Und da ist der erste Fail. Hätte ich bloß nichts gesagt. Da hätte ich nicht hin... Oder? Doch, ich muss da oben lang. Hoffe ich doch. Alter! Was ist das? Danke! So. Jetzt aber. Und jetzt? Ach, da unten lang. Genial. Täuscht mich das oder sind die Striche an der Seite länger geworden? Nicht viel weiter. Dann sehen wir, ob die Heilung funktioniert. Sie wird funktionieren, oder? Wir müssen eh noch gegen ihn kämpfen. Definitiv. Oh, okay, oder doch nicht. Funktioniert's? Hoffen wir doch mal. Es klappt. Die Dunkelheit ist fort. Warum höre ich die Erleichterung in eurer Stimme? Ich habe gedacht, dass es sicher wäre. Können wir doch das Schicksal verändern? Okay. Dann suchen wir mal ein paar Lichtkeime. Ich denke sowieso, dass wir da nochmal hochkommen. Ja. Da ist schon was. Da kommen wir nochmal hoch. Von daher verpiesen wir uns hier. Gehen wir darüber. Gut. Hüpsasa, hüpsasa. Ah, das Kackvieh da vorne. Hier ist noch einer. Gegen den müssen wir jetzt kämpfen, würde ich schätzen. Erwischt. So, das ist gut. Da unten gibt's auch bestimmt was. 100 Pro. Ja, das sind... Ja, da ist ja schon einer. Das sind sogar schon zwei. Das war klar, dass da was ist. Oh, 19 Minuten. Na ja, gut. Gibst du mir nicht diesen Lichtkeim? Danke sehr. Nun gut, Leute. Das war's für den Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ciao, ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Prince of Persia. Bis dahin. Ciao, ciao.